Wenn man dann guckt, wie fett das Stadion ist mit der riesen Raute und so, ist schon sehr, sehr geil. Viele um ihn herum haben daran gezweifelt. Aber so der Traum und das Ziel stand über den Zweifeln. Man muss weiter hungrig bleiben, man muss weiter demütig bleiben. Also dieses Fußball nehme ich auch so ernst für meinen verstorbenen Vater. Ich hoffe, Gott bringt es so hoch. Das ist Traumberuf Profi und ihr schaut einfach Fußball. Hi, ich bin Robert Glatzel, 30 Jahre alt. Mittlerweile seit 2,5 Jahren spiele ich hier beim HSV Stürmer und führe im Moment die Torschützenliste an in der zweiten Bundesliga. Yeah, Trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Gehen wir, oder? Tschüss. Bis gleich. Wissen die Kinder, wer du bist? Wie ist das? Ja, in der Kita ist gar nichts. Also da sind die Kinder auch meistens zu klein. Da gibt es vielleicht 1, 2 Kinder. So, aber was ich gemerkt habe, seit sie auf die Schule geht, ist schon krass, weil so, das ist halt das typische Alter, wo die Kinder so fußballverrückt werden. So, ja, 6 bis 10. Und das war am ersten 2 Schultagen, die ich sie gebracht habe, war schon krass. Kamen viele Kinder, wollten Autogramm und so weiter, aber jetzt halt mittlerweile hat sich's gelegt. Und was mit den Erwachsenen? Ja, also die haben dann halt schon einen erkannt und dann mal angesprochen und so weiter. Da haben sich auch mal teilweise entschuldigt, die Lehrer, für den Ansturm von den Kindern, die irgendwie Autogramme wollten. Andererseits, wenn man die Kids sieht, wie die sich freuen und so, das gehört ja auch dazu und ist ja auch schön. Also, Kinder sind ja so ehrlich und diese Freude und so ist trotzdem natürlich schön zu sehen. Also wenn wir Training haben, dann ist auch meistens oder fast immer im Training gibt's Frühstück. Muss ich auch nicht zu Hause frühstücken. So am freien Tag, wenn ich dann jetzt noch Training habe, dann frühstücke ich nicht so viel. Ansonsten macht meine Frau dann meistens was für uns oder wir gehen mal frühstücken, wenn ich da mal frei habe, gehen wir zusammen was essen. So. Und es ist halt meistens so, eine bringt er, die andere bringe ich und dann fängt halt der normale Wahnsinn an. Ne? So. Also ergänzt ihr euch wirklich? Ja, total, würde ich schon sagen, ja. Wie sah euer Alltag aus, bevor ihr die Kinder hattet? Zusammenleben ohne Kinder kennen wir gar nicht. Nee, das haben wir leider nie erlebt. Wie lange waren wir da zusammen? 5 Jahre, als ich schwanger geworden bin. Wir waren halt beide noch relativ, also ich war 22, als ich schwanger geworden bin. Er war 21 und ich habe halt davor gearbeitet in München. Deswegen hatten wir irgendwie nicht so die Gelegenheit, zusammenzuziehen, bevor die Kinder kamen. Genau, ich habe in Kaiserslautern gelebt, sie in München. Jedes Wochenende bin ich hingefahren. Was jeden Freitag nach der Arbeit bin ich hingefahren und dann Sonntagabend wieder zurück. Natürlich war ich auch mal freitags fertig und dachte mir, okay, wie gern würde ich jetzt nach Hause fahren und einfach mich hinlegen oder mit meinen Freundinnen was machen, aber da war die Liebe schon stärker und dann macht man das natürlich auch sehr gerne. Davor habe ich in Burghausen gespielt, also ich hatte noch nicht mal mein eigenes Auto. Sie hatte schon ihr eigenes Auto und ich habe in Burghausen gelebt, es war nur so 1,5 Stunden von München, aber hat sie mich auch ständig ins Training gefahren, ist sie manchmal sogar nur rausgelassen, ist sofort wieder zurückgefahren, habe ihr schon viel zu verdanken. Auch davor in Heimstetten hat sie mir ständig ihr Auto geliehen. Ich hatte, wie gesagt, noch kein eigenes Auto, konnte mir das noch nicht leisten und so. Also wir kennen uns 14 Jahre und zusammen, also dieses Jahr werden es 13 Jahre, sind wir zusammen. Ja. Genau, haben uns in der Schule kennengelernt. Hallo, mein Name ist Kevin Vitorp, bin 18 Jahre alt, spiele beim VfL Osnabrück in der U19. Also hier ist so meine Game-Ecke, sag ich mal. Und hier stelle ich eigentlich nur so Zeug ab, zum Beispiel Kulturtasche. Und meine Freundin benutzt die Seite mit, wenn die mal hier ist. Meine Freundin kommt aus Hannover. Dann, wenn die mal hier ist, habt sie noch einen kleinen Schminktisch. Aber zu dem Bild, genau, das ist mein Vater. Auch der Grund, warum ich Fußball angefangen habe, weil er meiner Mom damals gesagt hat, dass ich auf jeden Fall angemeldet werden muss. Mein Vater lebt leider nicht mehr.
Ist vor kurzem im August letzten Jahres gestorben. Ist nicht ganz einfach, wo andere da mit dem Bus zum Training fahren mussten, hat mein Vater mich dann halt immer mit dem Auto gefahren. Ihr müsst euch vorstellen, ich musste im August, Mitte August mein Auto abholen. Kurz vorher habe ich das Auto mal noch von meinem Vater benutzt und dann ist er einmal mit mir, weil er gesagt hat, er möchte raus, also ist er mit mir dann zum Training gefahren, beim Training dann zugeguckt. Und dann, wie es passiert ist, hat er leider einen Schlaganfall. Ist dann nicht direkt dann da am Schlaganfall gestorben, aber ja, also wie das für mich war, ich war dann im Training und dann wird mir irgendwie erzählt, dein Vater liegt da am Parkplatz und ich konnte das gar nicht glauben. Ich dachte irgendwie ausgerutscht, nichts Schlimmes. Ja, nicht schön zu sehen. Und ja, ist dann leider an den Folgen danach gestorben. Ist das auch so eine Motivation, wo du halt sagst, so jetzt erst recht? 100%. Also dieses Fußball nehme ich auch so ernst, weil es auch nicht immer ganz einfach ist für meine Familie, für meinen verstorbenen Vater, für meine Mom, damit das alles auch auszahlt auf jeden Fall. Show 'em how it's done, they can do this if they want it, but they don't. Words don't match the actions like the internet. Erzähl mal, ihr seid mitten im Aufstiegskampf, oder? Ja, gerade ist, wir sind dritter Platz und ja, wir haben alles in der Hand. Und wie ist Steffen Baumgart so? Ist genauso wie er rüberkommt, ehrlich, authentisch, geradeaus, direkt. Es ist schon krass, es ist schon echt ein Privileg, muss man schon so sagen. Ich glaube, es gibt vielen Spielern so, die hier spielen, einfach was ganz Besonderes, hier rauffahren zu dürfen und für so einen Verein spielen zu dürfen. Und wenn man dann guckt, wie fett das Stadion ist mit der riesen Raute und so, ist schon sehr, sehr geil. Wir sind da. Okay, Leute, jetzt geht's für mich zum Mittagessen, danach Trainingsvorbereitung und dann sehen wir uns beim Training. Bis später. Platz 4-4, aber wir sitzen zu fünft da drin. Nur weil einer fährt, heißt es nicht, dass alle nüchtern sind. Warte so. Fast verlieren, aber am Ende dann doch gewinnen. Leben heute so, als wenn wir gestern schon gestorben sind. Glatzel ist einfach ein cooler Typ, der auf dem Platz präsent ist und der für uns natürlich unsere Nummer 9, unser Stürmer ist und der für uns auf jeden Fall eine Torgarantie ist. When I leave, put my stats on my tombstones. So they know that when I'm gone, I'm still that dude though. Ey, talking smack, who is that? I said, who knows? Search is set the bar, but that's a new low. Moin Peter. Bist du grüne Flügel oder was stellt ihr denn was? Ach echt, oder? Sauber. Mach ich. Das ist der Helmpeter, Urgestein hier. Den kennt man natürlich, der ist sehr, sehr oft da. Oder kann nach oben hin alles passieren. Aber jetzt müssen wir langsam punkten. Ne? Also ein Dreier, sonst bringt uns das nicht viel weiter. Jetzt geht's in die Kabine. Training vorbei. Jetzt noch Kraftraum, Physio vielleicht. Ein bisschen. Und genau, dann bin ich durch. I'm falling in and out of cause, don't worry, I'ma get it, granny. So Leute, ich nehme euch heute mal mit. Da vorne kommen auch zwei Kollegen von mir. Wir gehen noch einen anderen Kollegen abholen und genau. Es geht, Bro. Es geht, Bro. Alles klar. Es geht, alles klar. Ja, nur aufpassen, ich hab Mikrofon dran, ne? So, komm, steig ein. Wohin fahrt ihr? Was macht ihr? Wir holen jetzt erstmal noch einen Kollegen ab und dann fahren wir zu einem Ort, wo ich sehr, sehr viel Zeit in meiner Jugend verbracht habe. Beer is a dew in the air when it beats, who's getting the twos, cause it's smoke too blemish when my niners get round. Ey Bro, bist du bereit? Ja. Wir kommen dich jetzt abholen, ne? Ja, ich will. Ich hab Mikrofon, ne? Nicht irgendwie Geheimnis erzählen, ne? Alles gut, alles gut. Auch die Jungs, die wir mitnehmen, auch meine Brüder. Beautiful. Let me check. I got the 9-double-M on my left. 419, yeah, really on. 419, yeah, really on deck. Seit der U16 beim VfL in der Jugend dann angefangen. Dann eigentlich auch schon im ersten Jahr direkt bei ein Jahr Älteren immer mittrainiert. Dann irgendwann auch zum Kader da gestoßen. Und ja, das gleiche dann auch in der U19, war frühzeitig in der U19. Wie ist das mit den Älteren zu trainieren? Ist das schwieriger? Ja, also schwieriger auf jeden Fall. Ich glaube, war auch nicht immer ganz einfach. Aber man wird natürlich nur besser dadurch und entwickelt sich weiter. Da sind wir. Ich habe mein Handy vergessen einfach. Was? Ich bin Peches Omoregbe. Ich bin die Mutter von die Profi. Anfang war auch nicht leicht. Erster Tag, Kevin war in Fußballplatz.
er war einfach die ganze Bälle rausgeschissen. Und da, er sagt, nein, ich will hier nicht. Er ist einfach rennt. Und dann mein Mann hat hinter ihm gerannt, wieder in den Brassel Fußballplatz. Und dann auf einmal ist geklingt. Und dann langsam. Und hier der Trainer ist mit Papa, Rechner, Dunkel, Nass. Das ist immer mit Training. Bis jetzt ist immer noch fit. Und Kraft, und ich danke Gott für alles. Es ist nicht unsere Kraft, es ist Gottes Kraft. Und ich hoffe, Gott bringt es so hoch. Ist das perfekt YouTube, ne? Ohne Dings da. Ohne Oberschenkel, ohne Kopf. Raus! Den Ball Oberschenkel. Was machen deine Freunde? Spielen die auch Fußball? Ja, also mein Kollege spielt auch Fußball, aber ja, mehr Hobby. Also, wie gesagt, manche folgen auch andere Hobbys, zum Beispiel Rappen oder so. Okay, ich bin aus Osnabrück, ey, oh way or no way. Die kurze Hop ohne Gleit, der Mensch just got fucking fry. Ariel, gib mal kurz den Ball. Also mal gucken, ob ich. Wenn ich jetzt die Latte treffe mit dem Ball, müsste das Video ein Like geben. Uncut. Nein, ich will das Uncut machen. Uncut, Digga. Nein, ich mach das Uncut. Wenn ich jetzt mit dem Ball die Latte treffe, müsst ihr das Video liken. Alles Uncut. Ich pass, ich mach. Ey, hör mal auf damit jetzt. Ey, das, ihr seid nicht mehr lustig, Digga. Wenn ich jetzt erstmal mal ohne Begrüßung mache, ist Latte. Video liken, kommentieren, abonnieren. Ich glaube, Kevin geht hoch. Und ich bitte jede Nacht vor ihm. Wenn ich gehe Fußball spiele, ich bitte immer. Also meine Familie ist mein Ein und Alles. Und ich sage auch, ohne meine Familie wäre ich auch jetzt niemals, wo ich jetzt wäre. Damals, als noch mein Vater gelebt hat, war es sehr, sehr viel mein Vater. Sobald meine Mama Zeit hat, dann ist meine Mama mit mir gegangen. Mein Stiefvater immer mit mir gegangen. Also von der Familie komplett Unterstützung, 100%. Wir sind jetzt beim Athletiktraining. Einmal die Woche versuche ich das zu machen. Klappt nicht immer. Und dann tun wir jetzt eine Stunde trainieren. Listen, it's what you hear it, listen. Moin. It's what you hear it, listen. Na, alles gut. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, my problem, stainless steel. Als Fußballer, das muss eigentlich. Also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie andere das sehen. Aber du brauchst so eine gewisse körperliche Voraussetzung, um gewisse Sachen zu machen. Sei es irgendwie ein Sprung. Je höher du springen kannst, Cristiano Ronaldo ist das beste Beispiel. Der macht halt Kopfbälle rein, die andere nie im Leben kriegen würden. Und das erreichst du halt durch Athletiktraining oder durch Krafttraining. Deswegen ist das super wichtig. Ja Leute, wir sind fast fertig mit dem Training. Bevor es weitergeht, nicht vergessen, das Video zu liken, hier unten zu abonnieren und geh mal bitte zur Seite, wir trainieren. Dein Weg zum Fußballprofi, der war nicht so leicht, oder? Ja, also es ist ein langer Weg, so im Profibereich gewesen, auch viele Stationen gehabt, viele Umwege gehen müssen und so. Mit 21, glaube ich, 22 Bezirksliga gespielt, ja, in der Regionalligamannschaft bei einem Amateurverein nicht mal zum Zug gekommen. Ja, es ist krass, dass es dann doch noch so eine positive Wendung hatte. Gab es nie einen Moment, wo ihr gezweifelt habt? Viele um ihn herum haben daran gezweifelt und ihm empfohlen, ja, mach doch eine Ausbildung, mach doch deine Schule, mach was Gescheites. Aber tatsächlich habe ich nicht einmal daran gezweifelt. Nee. Man war schon eigentlich fast schon blind so von dem Traum. Ja, im Nachhinein halt auch viel Glück gehabt, dass es dann doch geklappt hat. Und natürlich gab es schon Momente, wo man so gezweifelt hat, aber so der Traum und das Ziel stand über den Zweifeln so, von daher. Dass es bei mir so geklappt hat, ist ja eine Ausnahme. Wie wenige es von einem NLZ dann wirklich im Profibereich schaffen, ist ja nur ein Bruchteil. Von daher verstehe ich das voll, wenn man so sagt, dass man sich eher auf Schule, das Schuleplan A und ein normaler Job und so weiter. Andererseits sind ja auch Träume sind ja auch da, dass man denen nachgeht und dass man nie aufgibt und dass man seine Ziele verfolgt und so weiter. Mein Name ist Alexander Ukro. Ich bin seit 2014, jetzt seit fast 10 Jahren, in der Funktion als Leiter Nachwuchsfußball. Ja, Kevin ist in der U16 zum VfL gekommen, ist ein guter Fußballer, einer von 160 Spielern, die wir jedes Jahr ausbilden.
und hat aufgrund seiner Leistung ja, jetzt oben bei den Profis angeklopft. Er ist auf dem Weg zum Profi und da freuen wir uns sehr. Wir sind jetzt hier am NLZ. In 5 Minuten ist Training, deswegen machen wir das alles im Schnelldurchlauf. Neben mir ist mein Bro, Ismail Badji. Wir sind auch zusammen, haben damals angefangen Fußball zu spielen, hat jetzt auch seinen Profivertrag unterschrieben. Wir sind jetzt hier im Athletikraum. Das ist der beste Trainer der Welt. Mein Trainer und neuester Trainer, mein Friedhof. Ja, genau hier haben wir Krafttraining oder bereiten uns vor vom Training. Genau, gehen wir weiter. Hier im Raum befindet sich die Physioabteilung und ein paar Kabinen. Das ist die beste Physiotherapeutin der Welt. Unser Kapitän ist auch da. Herr Capitano. Bruder, sag mal ein bisschen, Bruder, du was machst. Einfach ein bisschen, sag ein bisschen, wie du Physioabteilung. Ja, Physioabteilung ist eigentlich nicht viel zu sehen. Da sind noch ein paar Fahrräder für die Aktivierung eigentlich. Das ist das Haus 1. Oben befindet sich unsere Kabine. Da kommen jetzt auch die ganzen Mannschaftskollegen raus. Aber wir können euch mal unten zeigen, was es da gibt. Hier befinden uns unsere Bälle. Und halt von den anderen Mannschaften auch. Hier werden unsere Sachen gewaschen. Was uns sehr, sehr wichtig ist, sind die Menschen hier. Ich glaube, die machen ja am meisten aus. Das hilft uns auf jeden Fall auch, auf dem Boden zu bleiben, nicht abzuheben. Und ja. Das war jetzt auch ein bisschen schnell hin zum Training. Genau. Was auch ganz, ganz wichtig ist, wenn man jetzt den ersten Vertrag unterschrieben hat, noch lange nicht am Ziel. Man muss weiter hungrig bleiben, man muss weiter demütig bleiben. Man muss um jedes Trainingsspiel kämpfen, man muss um jede Minute kämpfen, wo man reinkommt. Das Bewusstsein ist noch nicht vorbei, wenn ich das geschafft habe. Ist ganz, ganz wichtig. Das wollen wir unseren Jungs mitgeben, dass sie auch weiter diese Gier und diesen Ehrgeiz behalten, auch wenn sie bei den Profis schon mal im Training oder in Testspielen dabei sind. Wo siehst du Kevin in 5 Jahren? Natürlich würde ich mich freuen, wenn er ja, möglichst bald an der Brücke die ersten Minuten spielt. Ich glaube, dass er alles mitbringt, um ganz, ganz weit zu kommen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal Liebe da, lasst mal ein Like da und schaut mal hier vorbei. Hier sind noch ein paar weitere Videos. Bis dann. Danke. Ciao.